Bremse. Ja, ich habe Plattenspieler in der Werkstatt. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich habe meinen Traum mal wieder erfüllt, und zwar gab es eine neue Maschine. Und zwar eine Horizontalfräsmaschine. Im heutigen Video werde ich dir das Teil mal zeigen, aber die ist noch ganz schön dreckig. Deswegen machen wir sie erstmal sauber. By the way, ich werde auch später im Video dir sagen, wie viel ich für diese Maschine bezahlt habe. Das ist bestimmt für einige interessant. Und noch so ein paar Daten und Fakten zu diesem wunderschönen Stück Equipment. Ganz schön komischer Anfang fürs Video, ich weiß. Aber jetzt wird erstmal das Ding gut gewienert, damit es umso mehr Spaß macht, das Teil zu benutzen. Bleib auf jeden Fall dran, es ist ein richtig geiles Teil. Jetzt kommt erstmal ein Zeitraffer vom Saubermachen. Die Maschine habe ich jetzt mal so ganz grob sauber gemacht, um Gottes Willen, so sauber wird man die eh nicht mehr bekommen. Übrigens, wenn du irgendwelche Infos zur Maschine hast, wenn du vielleicht auch so eine Maschine hast, dann kannst du mir gerne das in die Kommentare schreiben. Da wäre ich super dankbar für, über das ganze Feedback, weil ich habe von der selbst nicht so viele Informationen gefunden. Ganz, ganz wichtig, das hier ist eine Hochdruck-Ölpresse, denn da sind Abschmiernippel dran, aber diese Schmiernippel sind nicht für Fett, sondern für Öl. Und damit ich euch die Maschine jetzt auch so ein bisschen zeigen kann und wir auch was fräsen können, müssen wir erst nochmal alles ein bisschen abschmieren, denn das ist schon lange, glaube ich, nicht mehr gemacht worden. Das ist übrigens normales Motorenöl, 5W40. So. Ich werde jetzt einmal rund gehen und dir so ein bisschen die Maschine zeigen. Und jetzt als erstes mal so die Frage, warum eigentlich Horizontalfräse? Das richtet sich bei dieser Maschine danach, wie die Spindel ausgerichtet ist. Denn die Spindel ist ja, wie man hier sieht, horizontal ausgerichtet. Es gibt für solche Maschinen auch Vertikalköpfe, dann ist es eine Vertikalfräsmaschine. In dem Fall aber eine Horizontalfräsmaschine, weil die sind einfach ein bisschen günstiger. Das hier ist eine Steinel SH4. Das genaue Baujahr kenne ich nicht. Ich schätze mal, dass das so um 1970 sein wird, weil die ist schon richtig, richtig alt. Wir haben einmal hier oben die Achse. Hier können wir dann unser Werkzeug reinpacken. Das ist übrigens eine SK30-Aufnahme. Warum SK30? Das ist der Durchmesser. Hier diese Aufnahmen haben im Kegel einen SK30, eine SK30-Aufnahme. Und das Schöne an diesen Maschinen ist hier dieser Arm, denn damit kann man einen Supportarm nach außen erweitern und kann dann eben Scheibenfräser sehr, sehr gut benutzen, kann auch sehr weit ins Werkstück reinfräsen, also weit von der Achse entfernt fräsen. Den braucht man aber nicht zwingend. Dieser Fräser hier hält auch mittels Schraube, die wir jetzt kurz lösen werden. Dann siehst du, wie diese Fräser überhaupt gehalten werden. Wir haben einmal hier den Anzugsbolzen, den können wir lösen. Der ist tatsächlich nur dafür da, dass vorne das Werkzeug gehalten wird. Das Drehmoment wird anders übertragen. Das Drehmoment wird nämlich mit diesen Mitnahmebolzen, so nenne ich es jetzt einfach mal, übertragen. Das hier ist ein Messerkopf. Das hier ist die Aufnahme. Ich zeige euch gleich auch noch ein paar andere Fräser. Da waren zum Glück ein paar Aufnahmen dabei. Mir fehlt aber derzeit zum Beispiel hier noch so dieser Schlüssel. Mir fehlt grundsätzlich noch ein bisschen Werkzeug halt, um dieses Teil hier gut zu benutzen. Aber ein bisschen was fräsen können wir schon mal. Ein Messerkopf mit hier dieser Spannschraube können wir dann den Messerkopf lösen. Je nachdem, was ihr benutzt, ich hatte auch schon ein Bohrfutter drauf, das hat leider nicht gepasst vom Anzugsbolzen hinten. Da kann man hier diese Mitnahmebolzen, die kann man so ein bisschen in der Breite auch verstellen. Aber jetzt sind die erstmal gut genug eingestellt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass hier niemals Späne drin sind, weil so wird halt die Rundlaufgenauigkeit so ein bisschen versaut und man macht sich halt hier die Aufnahmen auch so ein bisschen kaputt. Den setzen wir jetzt wieder rein. Und dann sehen wir halt, wie die Schraube, also grundsätzlich,
Wir haben hier einfach ein Gewinde drin, hier ist eine Schraube drin, die ist fest hier innen drin. Damit ziehen wir das Werkzeug dann an. Die Maschinen hier, das sind keine Maschinen, mit denen man rasante Drehzahlen fahren kann. Die ist jetzt auch schon auf die schnellste Geschwindigkeit eingestellt. Die Maschine läuft grundsätzlich relativ langsam, ist aber auch okay. Gerade bei diesen Scheibenfräsern braucht man da nicht so Drehzahlen wie bei einer CNC-Fräse. Da wurden mir auch schon ein paar Nachrichten zugeschickt, die gesagt haben, ah, deine Geschwindigkeit ist viel zu langsam, aber es geht nicht schneller. Anscheinend hat sie früher auch funktioniert mit bisschen langsamerer Geschwindigkeit. Hier unten haben wir den Motor. Da können wir dann hier den Keilriemen verändern, da können wir die Drehzahl noch ein bisschen langsamer machen. Wie gesagt, die läuft schon langsam. Das hier ist die schnellste Geschwindigkeit, die lassen wir auch so bei. Da kommen wir auch schon zu den Abschmiernippeln. Hier haben wir schon mal einen. Hiermit können wir die Geschwindigkeiten einstellen. Das hier ist der Leerlauf. Das ist ganz gut, wenn man einen Fräser ein bisschen arretieren muss oder wenn man die Drehzahl ein bisschen wenn man das Getriebe einlegt, muss man auch manchmal so ein bisschen die Spindel drehen, damit das Getriebe einrastet. Woran sieht man, dass das hier die langsame Geschwindigkeit ist? Einfach, man kann die Spindel nicht mehr von Hand drehen. Das zeigt halt einfach, dass ein kleines auf ein großes Zahnrad für mehr Drehmoment das Ganze überträgt. Und beim schnellen Gang ist es andersrum und da kann man das dann nochmal von Hand drehen. Aber zur Not kann man es auch hier einfach ablesen. Das hier ist die Einstellung für den Vorschub. Wie gesagt, wir können den Längstisch können wir im Vorschub verfahren. Wir haben hier einmal die Einstellung, ob wir den schnellen oder den langsamen Gang im Getriebe drin haben. Dann haben wir hier oben noch drei Hebelpositionen, Mitte, links, rechts. Unten haben wir zwei Hebelpositionen, rechts, links. Und anhand dessen kann man dann hier an dieser Abbildung sehen, welchen Vorschub man benutzt. Hier einmal ein Tisch, ein bisschen frisches Öl. Nicht wundern, ich gebe dem jetzt direkt zwei Schübe, weil der hat schon lange nichts mehr bekommen. Alter, hier unten hat der drei Abschmiernippel. Eins, zwei. Ich glaube, über die Abschmiernippel könnte man auch schon ein eigenes Video machen. Wir haben an dieser Maschine auch diverse Ölgucklöcher, ganz schwieriges Wort. Hier zum Beispiel eins, das müsste das Hauptgetriebe sein für die Drehzahl von der Spindel. Dann haben wir hinten noch ein Ölguckloch und hier am Vorschub. Hiermit können wir den Tisch einmal längs bewegen. Diese Achse hier können wir auch mit dem Vorschub schalten. Hier können wir den Tisch ebenfalls bewegen. Was bei so einer Maschine natürlich echt wichtig ist, ist immer das Öl. Deswegen geben wir jetzt hier einmal frisches Öl nochmal auf, treiben das alte mal so ein bisschen weg und dann geben wir hier frisches Öl auf. Wir haben hier unten auch die Möglichkeit, Kühlmittel einzufüllen, denn das hier ist die Kühlmittelpumpe. Die können wir dann hier manuell einschalten, um halt eben oben das Werkzeug zu kühlen. Das wird jetzt erstmal so bleiben. Ich habe die ganzen Teile, dass wir den Schlauch wieder verlegen können. Aber die Kühlung braucht man nicht unbedingt bei jedem Fräser. Deswegen ist es für den Anfang okay, wenn ich das Ganze händisch dann kühle. Den Schlauch werden wir aber trotzdem mal wieder als hier dran machen, damit, falls ich es in Betrieb nehme, dass die Kühlflüssigkeit direkt wieder unten zurücklaufen kann. Was mir hier richtig gut gefällt, sind hier diese Anschlagspunkte. Mit denen können wir dann einstellen, bis wohin wir im Vorschub fahren möchten. Wenn wir nämlich dann mit dem Tisch hier über diesen Kegel fahren, sieht man hier so ein bisschen, dann wird er runtergedrückt und dann wird der Vorschub ausgeschaltet. Das hier sind die Montagesteine für den Schraubstock. Hier haben wir die Öffnung, um T-Nutensteine einzusetzen. Da haben wir nämlich auch nochmal ein schönes Bauteil. Hier haben wir einmal den ersten. Das ist ein Anschlag für oben. Den können wir hier lösen und feinjustieren. Und hier können wir das Ding in der gesamten Höhe dann nochmal einstellen. Hier haben wir den Anschlag auch nochmal nach unten. Hier ist aber auch das Schöne, dass wir den komplett wegschwenken können. Dann können wir dran vorbeifahren. Den können wir aber auch dann wieder so hier reinschwenken. Und wenn wir dann dagegen fahren, haben wir einen Anschlag. Man kann hier
direkt etwas drauf festspannen. Ich habe auch noch eine Kiste mit T-Nutensteinen. Wenn ich keine hätte, könnte ich mich mit der Maschine mir auch welche selbst fräsen. Wir werden jetzt aber hier einen Schraubstock draufpacken. Davor werde ich hier einmal alles mit ein bisschen Öl abreiben, damit es halt nicht wieder rostet. Vor allen Dingen die Flächen, die dann irgendwo fest draufgeschraubt werden, wie zum Beispiel der Schraubstock, der bleibt dann auch eine lange Zeit hier drauf montiert. Und so soll es halt eben gegen Rost ein bisschen geschützt sein. Die T-Nutensteine werden von unten eingesetzt. Hier ist nämlich ein Loch drin. Wie war das? Der gut ölt. Wer gut ölt, der gut fährt. Das Ganze kann dann auf den Tisch aufgespannt werden. Weitere T-Nutensteine, die werden jetzt in den Tisch eingelegt. Damit können wir dann den Schraubstockhalter auf den Tisch schrauben. Das hier ist der Schraubstock, da fehlt aber ein Teil. Und zwar haben wir hier jetzt diese normalen Schrauben. Da muss hier aber noch ein Distanzstück dazwischen, damit das Teil sich, wenn man hier oben Belastung drauf bringt, nicht verkeilt. Das war es auch schon mit dem Schraubstock. Ich weiß gar nicht, ob das der originale Schraubstock zu der Halteplatte hier ist. Auf jeden Fall sollte es der auf jeden Fall mal tun. Jetzt haben wir aber ganz schön viel geplappert. Wir werden jetzt einfach mal was fräsen. Dazu habe ich mir hier ein Stück Aluminium mal hier reingespannt und da werden wir jetzt mal das Ganze hier vorne so ein bisschen abplanen. Dazu benutze ich auch den Messerkopf. Wir werden gleich auch noch ein anderes Werkzeug aufspannen, damit ihr hier oben diesen Supportarm auch einmal in Aktion seht, wie man das Ganze dann auch montiert. Auf jeden Fall, das Material ist festgespannt. Ich würde sagen, wir können jetzt fräsen. Dann würde ich mal sagen, Hauptschalter ein. Der surrt manchmal ein bisschen. Wir haben hier eine Lampe, die funktioniert auch sogar noch. Braucht nur ein bisschen länger. Auf jeden Fall ist die ganz, ganz praktisch, wenn man den oberen Supportarm hat, weil dann fällt natürlich das Licht nicht aufs Werkzeug. Da braucht man ein bisschen zusätzliche Beleuchtung, aber in dem Fall brauchen wir es nicht. Hier haben wir jetzt zwei Drehzahlen. Das hier ist der langsame Gang. Das ist der schnelle Gang. Wie auch schon am Anfang erklärt, kann man hiermit dann das Getriebe nochmal umschalten. Das ist jetzt der schnelle Gang. Und jetzt ist das, was den Schalter angeht, der langsame Gang. Und das ist der schnelle Gang. Das ist auch die schnellste Drehzahl. Da sind wir, glaube ich, bei 600 Umdrehungen etwa. Einmal was zum Vorschub. Ich werde euch jetzt einmal den schnellen Vorschub zeigen. Einmal so, einmal so und einmal so. Das sind 1,6 mm pro Minute. So. So, der Vorschub ist jetzt drin. Manchmal hakt das Ganze ein bisschen. Vorschub in die Richtung, Vorschub in die andere Richtung. Jetzt machen wir noch einmal den ganz langsamen Vorschub rein. Das sind dann 0,08 mm pro Minute. So, jetzt ist er drin. Jetzt ist der Vorschub auch drin. Das ist auch so das, was mir an diesen alten Maschinen wirklich super, super gut gefällt. Nicht jeder kann sich da hinstellen, da muss man so ein bisschen Kompetenz irgendwann mitbringen, dass man sagt, okay, ich will das fräsen und ich weiß, an dieser Maschine muss ich da so ein bisschen auf die Eigenheiten schauen. Das gefällt mir einfach total gut, dass man da nicht jeden dran stellen kann, um die zu benutzen. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst, ob du sagst, oh, ist ja doof, da muss jeder mitarbeiten können oder bist du vielleicht auch ähnlicher Meinung. Schreib es mir gerne unten rein. So, als nächstes schalten wir dann die Maschine mal ein. Und kratzen mal an unserem Werkstück vorbei. Wir sagen jetzt einfach mal, dass wir 1,5 mm wegfräsen wollen. Dafür stellen wir hier 1,5 mm bei. Wir könnten theoretisch die Achse noch jetzt feststellen, das mache ich aber mal nicht. Ist eigentlich wahrscheinlich nicht notwendig.
Jetzt werden wir mal wieder 2 mm wegfräsen, das heißt 0,5, 0,1. Ich habe den Vorschub jetzt auch ein bisschen hochgedreht, weil die Maschine einmal ein bisschen mehr noch vertragen hat. Ist es nicht schön geworden? Das Ganze jetzt noch einmal in Stahl. Wie gesagt, die Wendeschneidplatten sind jetzt nicht mehr scharf. Aber es hat funktioniert. Die wahren Stärken hat diese Maschine aber auch mit dem Supportarm. Weil stellt euch einfach mal vor, ihr möchtet eine Nut fräsen in eine Welle. Das habe ich ja bei meinem Sägewerk gebraucht, damit man das Drehmoment übertragen kann. Das hätte man damit fräsen können. So, jetzt heißt es Maschine umbauen. Ich habe jetzt hier eine ganze Kiste voll mit Werkzeug. Das Werkzeug selbst braucht auch noch mal ein bisschen Pflege, aber nicht in dem Video. Hier sind zum Beispiel manche Distanzhülsen festgerostet. Aber der Großteil davon ist eigentlich echt richtig, richtig gut. Alles noch schön leichtgängig. Ich habe es beim letzten Mal mit ein bisschen Öl versehen. Auf jeden Fall sehen wir hier auch noch eine andere Aufnahme. Das ist zum Beispiel ein Spannzangenfutter, ein SK30 Spannzangenfutter. Fehlen aber auch noch die ganzen Einsätze. Was hier aber richtig cool ist, sind hier diese Schafte. Da kann man Werkzeug aufspannen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Und da werden wir jetzt mal einen Messerkopf aufspannen. Von diesen Wellen hier, da sind eigentlich die gleichen dabei. Die haben alle nur einen unterschiedlichen Durchmesser, um unterschiedlich starkes Werkzeug aufzuspannen. Das hier ist die stärkste Welle. Ich habe aber auch zum Beispiel, ich glaube, eine 18er Welle. Das variiert da so ein bisschen. Was mir aufgefallen ist, wenn man den schweren Gang reinmacht, kann man ein bisschen besser hier die Muttern und Schrauben festziehen. Danach gibt es hier diese Distanzstücke. Die passen hier drauf. Ich wische aber vorher nochmal mit Öl ab. Ich möchte hier einen Schrupp. Messer. Oh, das ist aber so dumm. Das Aufbauen von diesem Messerkopf ist eigentlich relativ simpel. Jetzt nimmt man sich einfach hier diese Distanzstücke und distanziert die so weit, wie man es halt eben möchte. Man muss hier natürlich ein bisschen drauf Acht geben, dass dieser Tisch ja nicht unendlich weit rausfahren tut. Deswegen sollte man das so ein bisschen anpassen. Der Messerkopf wird dann so aufgesteckt. Für die Drehmomentübertragung gibt es hier aber noch eine Passfeder. Die kann man einfach so einlegen und kann sie dann so durchschieben. So. Und danach füttern wir das Ganze einfach so weit auf, dass wir unsere Spannschraube anbringen können. Zack, zerrapp. Das eine Teil hier ist nicht verrostet. Warum das der Fall ist, zeige ich dir gleich. Als nächstes bringen wir unseren Supportarm hier raus. Als nächstes kommt hier dieses Teil, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist der Gegenhalter. Da ist innen drin eine Messing-Gleitbuchse. Die wird dann hier so aufgesteckt. Die kann dann auch hier festgezogen werden. Danach können wir den Supportarm dann passend hier beischieben. Ich habe aber was vergessen. Und zwar kommt hier als erstes noch ein bisschen Öl rein. Dann kann hier die Mutter drauf. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Spindel zu arretieren. Deswegen, ich gebe hier einfach einen kurzen Klacks, dass sie fest ist. Ich glaube, mehr braucht es da auch eigentlich gar nicht. Und jetzt haben wir unsere Maschine quasi eingestellt. Und jetzt macht auch hier oben diese Lampe Sinn, weil durch hier oben diesen Supportarm haben wir ja nicht mehr so viel Licht. Ich lasse jetzt auch mal bewusst die langsame Geschwindigkeit laufen, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn man die benutzt. Wir haben angekratzt und ich würde sagen, wir fräsen jetzt mal 3 mm weg.
Das waren jetzt nur mal so zwei Anwendungsbeispiele. Für diese Maschine gibt es noch jede Menge Werkzeug, was ich jetzt im Moment noch nicht habe. Ich werde das Werkzeug mir auch so zulegen, wie ich es halt eben brauche für Projekte, weil es kostet ja auch alles Geld, das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber wenn ich mir jetzt einfach einen einfachen T-Nutenstein herstellen möchte, kann ich das hiermit schon sehr, sehr gut machen. Wie gesagt, wenn der Messerkopf mal scharf wäre oder das neuer wäre, dann könnte man hier auch mit einer wesentlich schöneren Oberfläche davonkommen. Ich bin super, super happy, wie gesagt. Das wäre halt alles ohne eine Fräse. Wie wird man hier so einen einfachen Falz in Metall reinbekommen? Ich habe dir am Anfang vom Video versprochen, zu sagen, was ich hierfür bezahlt habe. Was habe ich für bezahlt? 350 Euro. Wie gesagt, das ist auch wirklich der einfache Grund, warum es eine Horizontalfräse wurde und keine Vertikalfräse. Auch wenn eine Vertikalfräse ein paar Vorteile hat, einfach nur, dass man besser sieht, was man teilweise fräst. Und auch wahrscheinlich wegen den höheren Geschwindigkeiten wäre das für Schaftfräser, gerade kleinere Durchmesser, ein bisschen besser. Aber kostet auch wiederum alles Geld. Das hier war jetzt günstig und damit kann ich schon jede Menge Zeug machen, was halt ohne Fräse gar nicht möglich ist. Wie zum Beispiel einfach eine Passfeder. Das ist so, so simpel. Mit einem geeigneten Scheibenfräser kann man das hiermit einfach super, super gut machen. Wie würdet ihr sowas hier in ein Stück Welle reinbekommen, damit ihr, wenn ihr eine Maschine zum Beispiel baut, das Drehmoment übertragen könnt? Mir wurde jetzt schon mehrfach vorgeworfen, Philipp, das, was du da tust, das hat nichts mehr mit Heimwerken zu tun. Da kann ich eigentlich nur so viel dazu sagen, dass ich nie gesagt habe, dass ich ein reiner Heimwerker bin. Ich habe das Teil jetzt, weil ich es cool finde, weil mir es Spaß macht, weil mich diese Technik interessiert und weil ich mir gerne manchmal anschaue, wie sowas aufgebaut ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, das Ding hier ist eigentlich nicht wirklich teuer gewesen, wenn man sich anschaut, was manche Heimwerker wirklich an Festool-Geräten zu Hause in ihrer Bude stehen haben, sei es nur ein Staubsauger. Ey, da kostet ein Staubsauger zweimal so viel wie hier so ein Teil. Schlussendlich kann ich sagen, mir gefällt so eine Maschine. Ich finde es schön, wenn sie bei mir noch einige Jahre laufen darf, weil teilweise werden solche Dinge auch weggeschmissen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass die hier jetzt noch einige Jahre bei mir langsam vor sich hindrehen darf oder kann. Dich interessieren solche alten Maschinen genauso sehr wie mich? Dann würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn ich habe hier noch ein richtig schönes Teil stehen. Das ist eine alte Kantenanleihmaschine, auch über 40, 50 Jahre alt. Wenn dich sowas auch interessiert, davon wird es mich bald auch ein eigenes Video geben, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn dann werden meine Videos auch in Zukunft dir wieder vorgeschlagen. Wenn du dir aber jetzt schon ein Video von einer schönen alten Maschine anschauen möchtest, und zwar hier diesen Langbandschleifer, dann werde ich dir gleich noch ein Video hier verlinken, da kannst du einfach draufklicken, da stelle ich dir die Maschine auch mal vor und unten findest du noch ein schönes Massivholzprojekt. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.